Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns Project E an. Project E ist eine Mod, die viele als etwas overpowered ansehen, aber wenn man ein Projekt hat, wo man einfach eine coole Welt aufbauen will, dann ist sie manchmal sehr, sehr hilfreich. Um mit Project E zu starten, braucht man erstmal einen Orb, also eine Kugel, so eine hier. Um die zu craften, braucht man diese Materialien. Die kriegt man eigentlich relativ schnell zusammen, dann kann man sich das hier rausholen. Und wenn man dieses hier hat, dann kann man damit schon bestimmte Dinge anstellen. Zum Beispiel kann man hier ganz einfach Sand zu Erde, zu Gras und Gras zu Sand verwandeln. Außerdem kann man die Holzsorten von bestimmten Dingen ändern, und zwar in viele, viele beliebige. Das Ganze gilt auch für Blätter. Also damit kann man schon eine ganze Menge Zeug anstellen. Hier, das kann man auch in verschiedene Blöcke, wie zum Beispiel Sandstein, umwandeln. Also das kann man, allein mit dem Orb kann man schon viele interessante Dinge tun. Aber der Orb alleine ist, um ganz ehrlich zu sein, nicht so besonders. Kann halt ein paar Blöcke umwandeln. Ist jetzt nicht so das Wahre. Deswegen haben wir hier noch ein anderes Shortcut-Rezept. Mit Hilfe dieses Rezepts stellt man den Transmutation Table her. Und den dreht sich eigentlich ein Hauptteil der Mod. Weil er ist das Besondere. Und zwar, wenn wir mal diesen Transmutation Table reinsehen. Sieht vielleicht erstmal seltsam aus, aber ergibt nachher doch alles Sinn. Ich habe jetzt zum Beispiel Kohle. Ich tue Kohle hier unten rein. Und wir haben es erlernt. Und hier unten haben wir EMC bekommen. Durch diese Mod hat jedes einzelne Item, was es in Vanilla gibt und auch viele Mod-Items, einen EMC-Wert bekommen. Also nicht alle Mod-Items, sondern nur bestimmte. Aber hier, wenn man zum Beispiel Vanilla guckt, hier ist es, hat alles einen bestimmten EMC-Wert. Dadurch kann man das auch relativ einfach nachgucken. Manche Mods haben auch Dinge einen EMC-Wert. Und deswegen passt das Ganze eigentlich relativ gut. Aber da, um das Ganze zu demonstrieren, hole ich mir jetzt einfach mal einen Diablock oder 64 und ein paar Dia-Erze. Wenn ich jetzt einen Diablock reintue, habe ich ihn erlernt. Und wenn ich hier Dia-Erze reintue, habe ich diese auch, obwohl die kann man nicht erlernen. Ja, Mist. Wenn ich jetzt hier diesen Orb reintue, habe ich den auch erlernt. Und hier sieht man, der hat eine ganze Menge gegeben. Jetzt kann ich mir theoretisch, wenn ich hier noch ein paar mehr Blöcke reinfülle, kann ich mir wieder Diamond-Blöcke rausholen. Oder ich hole mir Kohle davon. Zum Beispiel hier so. Einfach mal Kohle holen. Oder ich hole mir Orbs. Und wenn ich hier jetzt wieder mehr reinfülle von dem Zeug, dann kann ich mir nach einer Zeit auch wieder einen Diablock kaufen. Und das geht mit jedem einzelnen Material. Und das bleibt auch gespeichert. Es gibt zum Beispiel noch eine Trageversion des Transmutationstisches. Und den kann man hier so craften. Ist nicht sehr, sehr viel mehr, außer Dark Matter Block. Das ist... erkläre ich gleich noch, wie man daran kommt. Dann kann man das Ganze auch mit sich rumtragen. Und das ist auf einen gelockt. Also egal, an welchen Transmutationstable man geht, man wird immer das... gespeichert haben, was man in einen reingetan hat. So, aber man kann EMC natürlich nicht nur durch Blöcke oder sowas gewinnen, sondern auch durch, ich nenne es mal, das hier würde ich mal Solaröfen nennen, und das da ist ein dunkler Materiereaktor. Zuerst kommen wir zu der MK Energy Collector MK1 Variante. Diese craftet man so, relativ einfach, vielleicht für den Anfang etwas teuer, aber geht eigentlich. Und hier kann man dann bestimmte Items reinfüllen. Ja, ihr seht schon hier, er sammelt Energie. Zum Beispiel eine Kohle. Und da hat man schon gesehen, wie schnell hier alles rund gelaufen ist. Aber um es nochmal langsamer zu machen. Alles klar, war immer noch verdammt schnell, aber vielleicht habt ihr den Punkt verstanden. Aber das geht nur bis zu Aternilis Fuel.
Um weiterzukommen, braucht man den MK2-Reaktor. Diesen craftet man etwas anders. Und zwar mit Dark Matter. Und Dark Matter kriegt man, wenn man ganz einfach mit diesem Atenis 4 einen Diamond Block umrandet. Und daraus kann man dann auch diesen Block craften. Und dann kann man das hier ganz einfach zusammenschustern. Das ist ja einfach nur ein bisschen Glowstone, halt dieser Dark Matter. Und hier rein geht das dann weiter. Ihr seht hier, das hier wird jetzt eine Weile brauchen. Weil es halt schon sehr, 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 sehr viel Energie verbraucht. Aber der MK3-Reaktor, was eigentlich auch der schnellste Reaktor ist, den craftet man so. Dieses Red Matter craftet man aus 6 Alternus Fuel und 3 Dark Matter. Mit Hilfe von dem geht es eigentlich relativ schnell. Ich lege hier meine Kohle rein. Es ist instant zu Alternus Fuel rübergegangen. Und wenn wir ihn jetzt noch weiter aufladen lassen, dann wird er das auch immer und immer weiter machen, bis er. Ich glaube, bei Alternus Fuel Block ist, glaube ich, letztendlich Schluss. Was aber auch schon eine Menge ist. Ich glaube, das war soweit nur von den Energiekollektoren. Um hier nochmal ein Beispiel zu nennen, was zum Beispiel diese Energie braucht. Im Prinzip kann kann diese Kiste hier von verschiedenen Seiten bepowert werden. Und jetzt sehen wir hier schon, ich habe hier einen Dia-Block reingelegt, er zieht von hier die Energie ab und lädt sie hier rein. So kann man eine automatische Dia-Farm oder... Jetzt seht ihr schon, jetzt läuft das Ganze hier durch, es zieht Energie hier raus. Damit kann man zum Beispiel eine automatische Dia-Farm oder solche Dinge bauen. Ja. Diese Reaktoren craftet man übrigens so. Den ersten und so halt den zweiten. Red Matter und Dark Matter ist halt relativ teuer bezahlt. Glaube ich mal von dem Tisch. Dann kommen wir zu den Ringen. Einen Iron Band, was die Grundlage für alle Ringe eigentlich ist, craftet man aus 8 Eisen und einem Lava-Bucket. Dann hat man hier diese gesamten Ringe, übrigens in einer neuen Truhe, und zwar in dieser Truhe hier. Die craftet man hier oben aus diesem verschiedenen Pulver, dass man alles nachgucken kann. So, beginnen wir mit dem Void Ring. Dafür brauchen wir erstmal eine Alchemiekiste. Dann brauchen wir das Ganze, das und das. Wenn wir jetzt Ü drücken, dann ist jetzt das Target Gold. Das heißt, wir legen das Ganze hier rein. Erstmal müssen wir die Blacklist abschalten. Tun wir Gold und all so ein Stuff rein. Und eigentlich müsste er jetzt versuchen, das Ganze in Gold umzuwandeln. Ah, jetzt hat es doch funktioniert. Wie ihr schon gerade gesehen habt, hat er jetzt gerade wandelt er das ganze Zeug, das wir ihm hier reinlegen, um in was wir nun mal wollten. Und zwar Gold-Ingots. Das ist eigentlich ziemlich praktisch und dafür hat der Ring auch seine Daseinsberechtigung. Gehen wir mal direkt zum Black Hole Ring, da wir den sehr, sehr gut damit verknüpfen können. Hier gibt es noch den Dark Matter Podest. Das ist auch relativ schwer zu craften, aber möglich. All die Ringe kann man eigentlich auch einfach in Materialien und dann noch ein bisschen eben sehr aufwendiges Zeug craften. Das geht. Aber das hier kann man zum Beispiel gut für eine Autofarm finden. Wenn wir zum Beispiel eine Goldfarm bauen, dann stellen wir vor ein Podest. Aktivieren. Wortring. Jetzt haben wir ihn aktiviert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel
Kohle ganz, ganz viel. Wenn wir das jetzt hier auf den Boden werfen, dann sammelt der Void Ring das Ganze ein und tut es in die Kiste. Und in der Kiste wird das ganze Zeug automatisch umgewandelt in Gold. Blöcke werfen, wenn wir jetzt vor uns Blöcke hinwerfen, kommen die direkt zu uns geflogen. So, dann geht's weiter mit diesem Ring. Das hier ist der Zero-Ring. Mit dem können wir Dinge einfrieren. Aber können wir gleichzeitig noch mehr tun. Das war, wenn wir ihn hier auf so ein Podest draufstellen. Und dann aktivieren. Hat er erstens Schnee und so etwas gebildet. Aber auch gleichzeitig kann man bestimmte Gegner damit einfrieren lassen. Das heißt, die, also stunnen. Jedoch, die sind ja kurzzeitig gestunt, bevor sie sich dann wieder anfangen können zu bewegen. Das ist auch relativ cool, aber vor allem für sowas wie eine Schneefarm oder so eignet sich der Ring besonders. Und gleichzeitig hat er noch eine Fähigkeit, und so kann man ihn auch in der Hand benutzen. Und damit könnte man dann theoretisch hier so über Wasser laufen, aber das finde ich jetzt eher so eine Nebensache, die brauche ich persönlich jetzt nicht. Gehen wir zum nächsten Ring. Dieser Ring hier ist auch sehr interessant. Und zwar, was macht dieser Ring? Wir stellen am besten hier dann auch mal ein Podest hin. Er schießt Blitze. Und zwar auf nahegelegene Gegner. Er ist sowas wie ein kleiner Turret. Diesen kleinen Turret können wir natürlich auch in die Hand holen. Und wenn wir hier, wenn wir ihn rot malen, können wir ganz einfach den Gegner wegschubsen. Sieh doch, der rennt jetzt vor uns weg hier. Der ist vor uns weggeschoben. Bis wir das halt wieder aufschalten. Wir können das an- und ausschalten. Wenn wir es jetzt zum Beispiel angeschaltet haben, können wir die gesamten Gegner wegstoßen und auch wegschleudern und die können nichts dagegen tun. So, der nächste Ring. Wir machen als nächstes den Ignite Ring. Der ist was relativ ähnliches, nur eben ein kleines bisschen anders. Und zwar erstens können wir hier mit das Gesamte auf einen Tower stellen, drauf tun, anmachen. Und wenn dann hier Monster in der Nähe sind, dann fangen sie einfach random an zu brennen. Wie ihr schon hier seht, sie fangen einfach an zu brennen. Kann man vielleicht auch Farms mitbauen, aber das ist an sich der Ignite Ring. So. Jetzt wird es so langsam schon interessanter. Das hier ist die Following Time Watch. Wenn wir diese einstellen, dann seht ihr schon, wie dann geht die Zeit schneller voran. So kann man schneller Nacht oder schneller Tag überspringen. Wir können das rückwärts, vorwärts stellen und aus. Diese craftet man so. All diese sind eigentlich relativ einfach zu craften. All diese Ringe. Nur das Podest ist halt etwas anders. So, dieser Ring hier. Erstens können wir mit dem Sachen schneller wachsen lassen, wie ihr hier seht. Zweitens, wenn wir hier jetzt ein Podest hinstellen und auf das Podest packen wir den Ring und aktivieren das Ganze. Seht ihr schon, wird alles abgebaut. Automatisch. Und wenn wir dann hier wieder Sachen hinplatzieren, wachsen sie um einiges schneller, werden aber auch, wenn sie vollständig sind, wieder abgebaut. Deswegen ist nur so eine Art halbautomatische Farm ist. Aber dieses könnte dann zum Beispiel wieder der Void Ring einsammeln und das Ding hier in Gold umwandeln. So, gehen wir weiter zum Archenden Smith. Ich kann es nicht aussprechen. Aber im Prinzip ist das ganz einfach. Er schießt Pfeile. Wir können damit Pfeile
auf Wesen in der Nähe schießen. Wenn wir hier zum Beispiel ganz, ganz viele Cave Spiders machen, können wir mit dem ganz einfach auf sie drauf schießen. Und wenn wir es auf hier so ein Podest tun, dann macht er das sogar automatisiert. Sozusagen ein Turret. So, jetzt kommen wir eigentlich zum finalen Ring. Und zwar dem Ring of Arcane. Das ist sozusagen der oberste Ring. Diesen Ring craftet man aus vielen anderen Ringen und halt Red Mether. Und zwischen diesen Ringen können wir dann auch wechseln. Wie zum Beispiel gerade ist der rot, das heißt, er zündet Dinge, wir können in unserer Umgebung anzünden. Und wir können das Ganze auch wieder ausschalten. Und wenn wir das zu nutzen, können wir es immer und immer wieder tun. Aber wenn wir sneaken und das Ganze drücken. Oder was? Wenn wir eine festgelegte Taste drücken, die wir in unseren Controls festgelegt haben, bei mir ist es gerade Ü, können wir die verschiedenen Modis wechseln. Wie zum Beispiel jetzt habe ich hier den grünen Modus, mit dem können wir nun mal, wenn er aktiv ist, erstens viele Sachen sehr, sehr schnell abbauen, aber auch wachsen lassen. Das geht so schnell, dass dass man nachpflanzen gar nicht mehr hinterherkommen dürfte. So. Dieser Ring hat die Wegschiebefunktion. Und dann gibt es noch den blauen Ring, der die Eisfunktion hat, die wir so kennen. Der lässt halt Schnee überall um uns spawnen. Verwandelt sozusagen unsere Region in ein Eisland. Und sie alle zusammen können sehr, sehr großes Chaos anrichten. Und wenn wir diese auf ein Podest tun, wir können diese gesamten nicht auf ein Podest tun, das heißt, wir können die zum Beispiel nicht irgendwie automatisieren oder halt sowas. Ja. Aber mit dem gesamten Konzept hier kann man schon viele, viele Farms bauen. Aber insgesamt war es das schon fast mit den Basics. Hier gibt es sogar noch Rüstung, die man aus den einzelnen Materialien bauen kann, die ich ja schon erklärt hatte. Dann gibt es hier noch Alchemie-Bags. Die sind eigentlich relativ interessant. Und zwar Alchemie-Bags werden aus einer Alchemie-Kiste. Hier oben. Und High-Covalence Dust. Und dann auch noch Wolle hergestellt. Diese Bags. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Sind eigentlich Backpacks. Sozusagen hat die Mod auch noch gleich Backpacks mit in integriert. Kann man dann seine Items reinpacken, seine Hashtags auf Athena's Fuel Blocks und muss aufpassen, dass man sich nicht aus Versehen gegen Kaktus wirft. Aber im Großen und Ganzen war es das mit diesem Tutorial. Das war es mit diesem Tutorial. Haut rein, Leute. Und ciao.